Herzlichen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe vorhin gedacht, als Herr Kollege Stotko anfing hier zu reimen, so ganz viel schlimmer kann es nicht mehr werden. War ja ganz lustig, fand ich gut. Dann habe ich gerade gedacht, bei Herrn Weske, herzlichen Glückwunsch dazu. Das war der zweite richtig schlechte Auftritt nach dem ersten Schon, wo wir das erste Mal über die Fanprojekte gesprochen haben. Da ist so viel falsch, was Sie wiedergegeben haben. Kann ich hier nicht machen, dafür habe ich nicht genug Redezeit letztendlich. Aber Frau Paul, Sie schaffen es dann tatsächlich noch, dem Ganzen hier wirklich noch die Krone aufzusetzen. Ja? Die Krone, bitte, sehr gerne an der Stelle. Ja? Sie setzen hier die Krone auf, wo Sie sich darüber quasi beschweren, dass wir als diejenigen, die hier einen gemeinsamen Antrag forcieren wollten, wo wir gesagt haben, hey, okay, wir geben das zu. Ihr Antrag hat in einigen Passagen bessere Formulierungen, die übernehmen wir sehr gerne. Ich finde das ehrlich gesagt sehr ehrlich und offen, aber okay, darüber kann man vielleicht streiten. Ja? Wir schlagen das letzten Endes vor. Wir haben in ganz, ganz vielen Punkten Übereinstimmungen da. Und dann fragen Sie mal bitte noch mal nach. Gucken wir noch mal, wie war denn der Sportausschuss? Wie lief das denn in der Sportausschusssitzung? Muss ich Sie daran erinnern? Reden Sie vielleicht noch mal mit dem Kollegen Bischof, wie das gelaufen ist an der Stelle. Ja? Die Kollegen, die dabei waren, die wissen, was da gelaufen ist. Die Absprache zwischen Ihnen, zwischen SPD und Grünen, die hat an der Stelle überhaupt gar nicht funktioniert. Und das wollen wir einfach mal an der Stelle hier festhalten. Ich möchte einfach wirklich an der Stelle hier nochmal wirklich außerordentlich bedauern, dass wir in dieser Thematik nicht in der Lage sind, zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen. Die Anträge unterscheiden sich nicht wahnsinnig groß. Lesen Sie die entsprechenden Fanseiten, Magazine und so weiter und so fort. Okay, Entschuldigung, Sie sind möglicherweise nicht so sehr im Kontakt mit den entsprechenden Fangruppen. Ich bekomme die Feedbacks, wir bekommen die Feedbacks. Und die sind einfach so, dass die Menschen da draußen, die Fans, auch die Fanprojekte im Übrigen, gar nicht verstehen, was hier letzten Endes läuft. Und originale Herr, Cover... Herr Kollege, entschuldigen Sie, ja, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Ah, selbstverständlich. Frau Kollegin Felte von den ich freue Grünen. Mich. Frau Hansen. Also Frau Hansen, kann ich Ihnen sehen. Herr Düngel, ich sitze auf dem Platz von Frau Felte, aber ich denke, wir erinnern uns noch gut an den Jugendausschuss. Wenn Sie hier an den Sportausschuss erinnern, möchte ich Sie an den Jugendausschuss erinnern, als ich sehr deutlich auf die Unterschiede des ersten Piratenantrags und dann des rot-grünen Entschließungsantrags hingewiesen habe. Und ich möchte doch, die Frage ist, ob Sie sich daran erinnern, dass ich deutlich gemacht habe, dass uns eine Ächtung der Gewalt ein großes Anliegen ist und die Mischfinanzierung, an der wir unbedingt festhalten wollen, ob Sie sich daran noch erinnern können und wenn Sie jetzt in Ihren Antrag kommen, ob Sie da eventuell Parallelen finden. Also die Mischfinanzierung, vielen Dank erstmal für die Frage. Die Mischfinanzierung stand ja auch immer in unserem Antrag letzten Endes mit drin. Und was die Gewaltächtung angeht, also ich habe den alten Antrag nicht dabei. Ich ging ehrlich gesagt davon aus, wir reden über die drei neuen vorliegenden Anträge. Das macht aber nichts, wir können noch ein bisschen in die Historie einfach mal gucken. In dem alten Antrag stand in der Tat diese möglicherweise sogar von der Wortwahl etwas sehr, sehr wissenschaftliche Sichtweise auf diese Thematik. Und was aber ganz deutlich, und das habe ich auch schon im Sportausschuss gesagt, Sie können das gerne in den entsprechenden Protokollen nochmal nachlesen, auch da steht eine Distanzierung eben von der Gewalt. Der Kollege Lürbke hatte damals auch nochmal gefragt, daran kann ich mich erinnern, im Sportausschuss, beziehungsweise das auch moniert, dass genau dieser Punkt dran steht. Kriegt er sogar Applaus vom Kollegen Stamp, sehr gut. Hast du gut gemacht, ne? Also da habe ich auch noch mal ganz deutlich darauf hingewiesen, in dem Passus im Antragstext steht das ganz deutlich drin. Aber, Frau Kollegin, wir sind doch ganz offen. Und ich habe gerade schon gesagt, wir sind doch offen und ehrlich und haben dann gesagt, Mensch, Ihr Passus oder der Textpassus ist in unserem Antrag nicht gut gewesen. Den haben wir rausgenommen. Wo ist denn das Problem? Checke ich wirklich nicht. Aber können wir vielleicht irgendwie an anderer Stelle noch mal erläutern. Ich begreife das nicht. Ich begreife nicht, wenn wir feststellen, in der weiteren Verfahrensweise, in der weiteren Beratung,
dass es bessere Textabschnitte gibt, dass es bessere Forderungspunkte gibt, dass wir die einfach links liegen lassen. Ich erinnere auch an Frau Paul, Sie haben in der Ausschusssitzung dann auch gesagt, dass es ja, als ich den Antrag oder wir den Antrag zurückgezogen haben, Sie haben dann auch gesagt, es sei dann sehr schade, dass wir doch diesen Beratungsverlauf, den wir bis dahin hatten, dass wir den dann komplett links liegen lassen. Jetzt war ich nicht ganz überrascht, als wir den Antrag erneut ja auch eingereicht haben, dass auch von Ihnen wieder ein Antrag kommen wird. Was mich aber wirklich überrascht hat, ist, dass Sie wirklich eins zu eins den gleichen Antrag einreichen. Sie beschweren sich, dass ein Beratungsverlauf nicht übernommen wird. Sie beschweren sich oder schlagen in den ganzen Beratungen sogar vor, die Nummer mit der Berichterstattung durch die Landesregierung wäre doch etwas, was damit zu übernehmen wäre. Wo ist denn das in Ihrem Antrag? Was ist denn das? Nichts davon ist drin. Was drin ist, sind sogar noch die Rechtschreibfehler. Und da bin ich der FDP sehr, sehr dankbar, dass sie zumindest die Rechtschreib-, Grammatikfehler und Zeichensetzungsfehler ausgemerzt haben in ihrer Kopie. Das war dann den regierungstragenden Koalitionen möglicherweise ein bisschen zu viel Arbeit in den 6 Monaten. Ich könnte noch ein paar Stunden dazu erzählen, ich will sie aber gar nicht allzu lange. Wollen wir? Können wir machen? Ist nur noch eine Minute, Herr Kollege Hertha. Sie können eine Zwischenfrage stellen, dann habe ich noch ein bisschen mehr. Nein? Okay. Ich will nichtsdestotrotz natürlich noch auf ein, zwei Dinge eingehen, warum unser Antrag der bessere ist. Herr Weske hat ja vorhin gesagt, ja, ich sage mal, bei der Abstimmung wird es vermutlich so sein, das wird uns alle nicht ganz überraschen. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ein rot-grüner Antrag am Ende angenommen wird. Das könnte an den Mehrheitsverhältnissen hier im Landtag liegen und leider nicht an einer sachlichen Entscheidung. Für uns ist viel, viel wichtiger, die Punkte, die dann noch mit drinstehen, die zum Beispiel den runden Tisch, den gemeinsamen runden Tisch mit dem Landtag, mit der Landesregierung, mit den Fanprojekten, all das ist in Ihrem Antrag eben nicht zu finden. Und insofern stellt sich dann nicht mehr annähernd die Frage, welcher Antrag hier tatsächlich der beste ist. Ich möchte Ihnen dennoch noch sagen, wie wir uns zu Ihren Anträgen bzw. zu den beiden anderen Anträgen verhalten werden. Wir werden dem Antrag der FDP zustimmen, beziehungsweise meiner Fraktion habe ich empfohlen, dem zuzustimmen. Wir werden den rot-grünen Antrag an dieser Stelle ablehnen müssen, alleine schon aufgrund der Grammatik- und Rechtschreibfehler, die da drin sind. Der bessere Antrag wäre dann noch der FDP-Antrag. Machen Sie vernünftige Arbeit. Schöne Weihnachten. Vielen Dank, Herr Kollege, für die FDP.